Moin und herzlich willkommen im HSV-Net Radio, präsentiert von der Telekom, der jetzt den Kopf hoch hat, ihn mit dem guten ersten Kontakt. Ferro! Und Ferro hält ihn, Riesenparade, es muss eigentlich das Tor sein, Lauberbach. Hebt jetzt den Arm, zwei Schritte Anlauf, jetzt kommt der Ball und rausgeköpft vom HSV. Zweite Reihe, Aufsetzer, gefährlich! Der hätte gepasst, Ferrei aus 17 Metern, 3 gegen 3. Oh, da geht keiner rauf, das muss das Tor sein. Ist es nicht, weil Heuer Fernandes gegen Ferrei im 1:1 wieder der Sieger bleibt. Überragend. So, wiederholt mal Ecke, kurz ausgeführt, aufs Tor gebracht. Nach und dann. Ja! Da ist er drin. Bobby! Bobby Glatzel, wir haben ihn angesprochen, staubt ab. Ecke gut und kurz ausgeführt, wenn ich es richtig gesehen habe. Reiß zieht dann drauf. Braunschweig kriegt den Ball nicht weg und aus kurzer Distanz ist dann Robert Glatzel da. Amici rechts am Flügel, nicht bedrängt, kann andribbeln, zieht vorbei da an Kiewski, gutes Tempo, flankt mit rechts und da ist Robert Glatzel, kämpft, Tor für den HSV, jawohl, Bobby, Doppelpack, 2:0. Man hat es schon kommen sehen hier, Glatzel mit perfektem Timing überspringt seinen Gegenspieler da und dann köpft ihn dann links unten rein. Tim Leibold feiert sein Comeback nach Kreuzbandriss. Welcome back, Tim Leibold, zurück hier mitten im Geschehen. Ja, Maxi, am Ende ist es ein 2:0 Sieg, aber der Weg dahin war ganz schön hart. Kannst du einmal das Spiel aus deiner Sicht beschreiben? Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen geschlafen haben, haben einfache Ballverluste, laufen dann in Konter rein können. Sehr, sehr glücklich sein, dass wir nicht in Rückstand geraten. Letztendlich sind wir das nicht und wenn der Gegner die Chance nicht macht und wir dann unsere erste nutzen, beziehungsweise dann ganz gut ins Spiel kommen, zwei Tore machen, dann ist das Ding auch durch. Ja klar, heute waren wir effizient. Und ich glaube, das wird noch das ein oder andere Spiel geben, wo wir vielleicht nicht so einen guten Tag haben. Aber wenn wir dann da trotzdem gewinnen können, dann am Schluss geht es ums Gewinnen und das haben wir geschafft. Und ja. Jetzt schauen wir das nächste Spiel und versuchen, das wieder zu machen. Es hat da am Ende den Ausschlag gegeben, dass wir das Spiel dann für uns entschieden haben? Ja, ich denke, dass es so lange 0-0 steht, dass Ferro so lange gut hält. Und dann wissen wir, dass wir die Qualität haben, immer gut für ein Tor sind. Denke ich, das waren so die zwei ausschlaggebenden Sachen. Wie gesagt, dass Ferro so lange die Null hält,